Herzlich willkommen zu unserem letzten Video aus Österreich. Wir sind hier am frühen Morgen unterwegs zur Großglockner Hochalpenstraße. Aber was wir jetzt als erstes sehen, die Fahrt direkt vor uns, die Lienzer Dolomiten. Und das ist wiederum ein weites Feld, da kann man sich viele schöne Dinge ansehen. Die Lienzer Dolomiten sind sehr sehenswert und am Tristacher See zum Beispiel gibt es einen sehr schönen Campingplatz. Und wenn ihr noch weiter fahren wollt, bis nach Italien zu den drei Zinnen, dann ist das auch gar nicht mehr so weit weg. Die Großglockner Hochalpenstraße wurde im Sommer 1935 eröffnet. Der Mensch überquert ja schon seit über 3.500 Jahren die Berge und so folgen die modernen Straßen auch ziemlich oft diesen alten Routen. Die Großglockner Hochalpenstraße ist 48 Kilometer lang, verfügt über 36 Kehren und der höchste Punkt ist die Edelweißspitze mit 2500 Metern Höhe. Es ist schon sehr spannend, die Großglockner Hochalpenstraße zu befahren. Und als wir das hier gesehen haben, den völlig leeren Parkplatz, da waren wir natürlich froh, so früh losgefahren zu sein. Die Aussicht von dort oben zum Beispiel, das war einfach grandios. Auch wenn hier schon wieder die ersten Wolken kamen. Es hielt sich dann aber noch eine ganze Weile. Aber wie gesagt, die Ausblicke einfach wunderschön. Hallihallo. Wir melden uns von der Großglockner Hochalpenstraße. Also, wer die noch nicht kennt, dem können wir sie nur empfehlen. Ja, na und hinter uns, genau, leider etwas in Wolken mittlerweile, der Großglockner. Der Großglockner, genau. Wir können euch nur den Rat geben, wenn ihr hierher kommt, fahrt so früh wie möglich hoch, damit ihr auch noch einen Platz kriegt. Ihr dürft nicht weiter nach oben fahren, sondern auf P1 müsst ihr stehen. Genau. Dieser Parkplatz ist für Wohnmobile geeignet und Reisebusse. Und wie gesagt, so früh wie möglich. Haben wir jedenfalls gemacht. Wir sind ganz früh aufgestanden. Und hatten blauen Himmel, super Sonnenschein. Beobachtet das Wetter und fahrt dann ganz früh hoch. Ab 5.30 Uhr könnt ihr übrigens hochfahren. Das Licht ist natürlich dann so bis 10 Uhr am besten, werdet ihr auch auf unseren Aufnahmen jetzt sehen, die wir euch zeigen.
Und als wir heute Morgen ankamen, da war es schon echt blauer Himmel. Also es war super schön. Ja, traumhaft. Und traumhaftes Licht. Und dann fing es an, sich so gegen Mittag zu beziehen. Wir haben ja dann hier einen Parkplatz locker bekommen und sind dann losgegangen, hoch am großen Parkhaus vorbei und dann den Gamsgrubenweg lang. Den wollten wir unbedingt gehen. 6 Tunnel, weiter kommt ihr nicht, ist dann abgesperrt. Genau. Bitte haltet euch an die Regeln. Man darf nicht drüber wegklettern, es sei denn, ihr seid irgendwie alpin unterwegs, also mit Helm und weiß ich was allem. Aber für uns normale Fußgänger ist es verboten, weiterzugehen. Viele machen es trotzdem, weil es kann immer noch zu Steinschlacht da kommen. Und es besteht Steinschlachtgefahr, genau. Und dann ganz wichtig, wollen wir am Anfang sofort erwähnen, es ist wichtig, hier auf den Wegen zu bleiben und dass man sich an die Schilder hält, die hier überall stehen, die nämlich gewisse Regeln mit sich bringen, nämlich zum Beispiel Wildschutzgebiete nicht zu betreten hier. Genau, bis zum 30.09. jeden Jahres. Denn ihr hört ja schon hinter uns, vielleicht habt ihr es eben gehört, Murmeltiere leben hier. Und die führen Natur. Jetzt relativ junge, praktisch, also nicht mehr klitzeklein, aber doch noch um einiges kleiner als die Eltern. Stehen sogar Schilder, wo ihr Murmeltiere seht, also so sicher. Es steht aber auch ein Steinbock-Schild. Genau, ja, nein. Steinböcke haben wir nicht gesehen, aber dass hier die Beobachtungsgelegenheiten hier vorne sind so, dass ihr, wenn ihr dann Murmeltiere fotografieren wollt, dass das mehr aussieht wie eine Luftaufnahme. Also ihr guckt so direkt von oben runter und das ist nicht so schön. Aber weiter hinten habt ihr Gelegenheit, sie besser zu sehen. Ja. Einfach mal ein bisschen durchhalten und es ist nicht viel, es sind Kilometerchen oder so. Ja, ein Kilometer durch die Tunnel, mal so 100 bis 200 Meter lang so ein Tunnel und Alpenmurmeltiere werdet ihr in Mitteleuropa im Hochgebirge treffen. Sie leben ober- und unterirdisch. Sie leben in Kolonien und mit dem ganz bekannten Schrei kündigen sie gerne auch mal Gefahren an. Nach einer Tragzeit von 30 Tagen bringen sie 2 bis 5 Junge zur Welt und wir hatten das Glück, die Jungen beim Spielen und Rumtoben in den Hängen so ein bisschen beobachten zu können. Und im Bergsommer müssen sich natürlich die Murmeltiere schnell ein Polster für den Winterschlaf anfressen. Und der Winterschlaf beginnt für die Alpenmurmeltiere dann, vielleicht wenn der erste Schnee fällt oder wenn es wieder so richtig kalt wird. Und wie gesagt, 6 Tunnel sagte ich ja schon.
Genau. Und die sind voneinander getrennt durch so kleine Galerien, von wo aus ihr dann die Murmeltiere und eventuell, wir hatten kein Glück, Steinböcke sehen könnt. Also wie gesagt, die Möglichkeit, was zu sehen, ist trotzdem, ihr lauft nicht nur durch den Tunnel. Die Tunnel sind, ja, wie soll man sagen, akustisch hinterlegt mit spezielle... Manchmal sphärische Musik. Sphärische Musik, genau. Manchmal aber auch so, ja, wie soll man sagen, irgendwie... Erklärtafeln sind auch so historische Aufnahmen irgendwie. Ja, und beim einen hörte sich das so an. Also es ist ganz interessant, wer sich auch so ein bisschen für die Geschichte interessiert, hier von der vom Großlockner, von der Großlockner Hochalpenstraße, da kann man so einiges noch mitbekommen und erfahren. Das nächste, ohne das zu vergessen, das ist ganz wichtig, wenn ihr mit eurem Wohnmobil hier unterwegs seid, dann haltet euch bitte auch an die Schilder, die hier überall stehen. Campieren verboten. Es ist nun mal so. Eben gerade, als wir hier saßen, wurden wieder neue Schilder angebracht. Campieren verboten. Auch da, wo wir jetzt hier stehen. Ich habe mit dem Mann geredet hier von der Großlockner Hochalpenstraße und er meinte, ja, es ist einfach nötig, verstärkt diese Schilder aufzustellen, weil die Leute sich nicht dran halten. Neulich war schon im Radio hier im österreichischen Rundfunk Thema, dass gesagt wurde, ja, immer mehr Touristen mit ihren Wohnmobilen stellen sich überall hin. Wildcampen, ne? Und im Internet kursieren die besten Plätze, Wildcampen und so weiter. Und um es nochmal gleich ganz klar zu sagen, wir waren ja in Osttirol, sind jetzt hier am Großlockner in Kärnten. In Osttirol ist es am strengsten von ganz Österreich verboten, wild zu campen. Es drohen heftige Strafen, wenn kontrolliert wird. Und außerdem eine doofe Stimmung. Wohnmobilisten werden dann so ganz schnell mal auch so pauschal in die Ecke gestellt, sich nicht an Dinge zu halten, die gesagt werden. Also tut uns leid, aber wir vertreten die Meinung, wir halten uns daran. Und das nur so nebenbei. In Osttirol kann man auch gleich noch sagen, gibt es so gut wie gar keine Stellplätze, nur Campingplätze. Ich glaube, einen einzigen Stellplatz. Ja, wir haben wenig gefunden. Nein, eigentlich so gut wie gar keine Stellplätze. Ein einzigen, doch. Genau. Hinterm Fallwartor, ja. Tunnel gleich. Ja. Und irgendwie bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer noch so ein bisschen kühl. Ja, also hier oben, das ist ja wie viel, wie hoch? 2400 Meter. Ja. Es ist schon ganz schön frisch, also am besten Zwiebeln. Dann könnt ihr immer noch einen Teil ablegen oder eben auch zumachen. Genau, es ist schon sehr frisch. Es ist jetzt ja Ende Juli, nehmt euch trotzdem was Warmes mit, denn wir hatten heute Morgen, man kann es oben am Parkhaus lesen, 4 Grad. Genau. Und es gefühlte war, durch den Wind, möchte ich nicht wissen. Ja, also wir haben zwar eben, als wir von unserer Tour zurückkamen, Pause gemacht, erstmal auch was gegessen und sind aber immer noch nicht richtig warm, glaube ich. Obwohl es hier jetzt ein bisschen tiefer ist, also minimal 100 Meter vielleicht tiefer. Ja, ja, genau. Es ist doch schon ein Temperaturunterschied halt, ne? Aber trotzdem, also wie gesagt, nehmt richtige Sachen mit, zwiebelmäßig am besten und vor allem auch Regenbekleidung, weil in den Tunneln ist doch manchmal nicht nur tropft, sondern auch richtig kleiner Windsaal oder Strahl runterkommt. Ja, ne? Genau. Also, das ist ein wunderschöner Tipp. Ihr zahlt für die 48 Kilometer lange Großlockner Hochalpenstraße 40 Euro Mautgebühr zurzeit. Parkhaus hier oben ist kostenlos. Das gilt aber nur für die, die mit dem PKW unterwegs sind. Und die Parkplätze sind auch kostenlos. Restaurant gibt es und so weiter und so fort. Vom Gletscher, von der ehemals stolzen Pasterze, ist so gut wie gar nichts mehr übrig. Naja, ja. Dank Klimawandel. Thank you.
Dem Klimawandel begegnet man überall, auch hier in Österreich. Ja, leider. Ein Restgletscherchen ist noch übrig. Ich kenne es noch, da war es wirklich bis hier vorne hin. Ja. Und jetzt ist ganz weit hinten halt. Ne? Und leider sieht man halt auch in allen Tälern, die wir bisher besucht haben, dass der Borkenkäfer sich gut vermehren konnte, dank der klimatisch veränderten Bedingungen, die heute herrschen. Der freut sich. Und ja, aber das thematisieren wir nochmal in unserem Video so. Also, es ist eine tolle Ecke hier. Ihr habt einen wunderschönen Tag in der hochalpinen Landschaft hier. Dazu ist noch zu sagen, also wie gesagt, ihr könnt von Lienz über den Iselsberg, Winklern, Heilblut hier nach oben, aber ihr könnt auch über Zell am See praktisch denn hier hochfahren. Also die Straßen treffen zwar relativ weit unten dann zusammen und kommen dann hier nach oben, aber ihr habt die Möglichkeit, nicht nur aus Tirol, sondern auch aus Kärnten hier hochzukommen. Genau. Wer die Großlockner Hochalpenstraße noch nicht kennt, einfach mal herfahren. Bisschen Übung im Bergstreckenfahren wäre vielleicht nicht schlecht. Also, mir graut es von der Abfahrt, weil ich sitze ja da auf der Seite. Es sind, glaube ich, 36 Kehren oder so. Ne? Ja, genau. 48 aber Kilometer. Aber da, wo es dann berg runter geht. Hoch ist angenehmer für den Beifahrer, aber jetzt runter wird nicht so lustig. Ja. Ihr seht ja, wo wir hier stehen, nämlich in diesen wunderschönen Hängen. Und wenn man sich überlegt, wie wahnsinnig kurz so ein Bergsommer ist, in, weiß ich, fast 2000 Meter Höhe, dann kann man sich vorstellen, dass die Blumen sich alle beeilen müssen mit dem Wachsen und Früchte bilden und so weiter. Und deswegen, wir gucken mal so ein bisschen nach blühenden Pflanzen, um euch zu zeigen, wie das hier so aussieht in alpiner Höhe. Wir haben ja auf unseren Reisen schon so einige botanisch interessante Gebiete besucht und wir sind wirklich immer wieder fasziniert, wie Pflanzen sich auch mit den widrigsten Lebensräumen arrangieren können. Und deswegen waren wir auch sehr, sehr interessiert daran, was wächst denn so in den Alpen. Und deswegen haben wir uns auch die Zeit genommen, die vielfach wirklich nur winzigen und kleinen Alpenpflanzen für euch und uns zu entdecken. Thank you.
So, nun geht die schöne Zeit oben im Hochgebirge zu Ende und wir machen uns auf die, ja, ziemlich lange Abfahrt in Richtung Bruck, also auf die andere Alpenseite. Hier seht ihr, dass das Wetter nochmal eigentlich ganz schön war. Das sollte sich aber auf der anderen Seite ändern. Hier sind wir auf den letzten Kilometern, hat uns gerade ein Fahrradfahrer überholt, was wir ziemlich lustig fanden. Und hier kommt die Mautstelle in Sicht und wir waren echt glücklich und für unser Auto auch glücklich, dass wir diese Strecke bewältigt haben.
schön, aber auch sicherlich nicht ganz unanstrengend. Ja, wir sind durch Zufall hier in diesem Ort gelandet. Wir haben nämlich, als wir von der Großlockner Hochalpenstraße heruntergefahren sind Richtung Zell am See, haben wir 7, 8 Campingplätze angerufen, gefragt, habt ihr noch Platz für ein Wohnmobil? Überall die gleiche Antwort, nein. Und dann haben wir weiter gegoogelt und sind durch Zufall hier in Mariaalm gelandet. Das liegt am Steinernen Meer. Mariaalm liegt 800 Meter hoch in etwa und ist eine Gemeinde des Pinzgau im österreichischen Bundesland Salzburg. Und ihr seht gerade hinter mir, hier müsste man eigentlich eine wunderschöne Bergkette sehen, Steinernes Meer dahinter, aber die ist halt mal zu sehen, die Bergkette, und mal nicht. Wir hatten mit dem Wetter wieder mal nicht ganz so viel Glück, aber in diesem Ort sind wir dann begegnet, einem Stellplatz, einem Wohnmobilstellplatz, der noch Freiraum hatte. Und da sind wir dann die paar Kilometer hingefahren. Und das war eine gute Entscheidung, denn dieser Platz ist wunderschön, die Landschaft hier ist wunderschön. Und dann kostet er auch noch nicht mal die Welt im Verhältnis zu den anderen Preisen, denen wir in Österreich begegnet sind. Also, wir können euch diesen Stellplatz hier an einem Biobauernhof nur empfehlen. Wir stellen ihn jetzt mal im Bild vor. Und ja, wenn ihr mal in der Region seid, vielleicht auch auf dem Weg zum Großlockner oder so, dann seid ihr hier genau richtig, vielleicht mal ein paar Tage Ruhe einzulegen. Also das war unser Tipp für die Großlockner Hochalpenstraße, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns über ein Däumchen nach oben freuen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann natürlich freuen wir uns riesig über ein Abo. Und über Kommentare. Ja, Abo tut nicht weh, kostet nichts vor allen Dingen. Dieses Angebot, was wir euch machen, Videos und so, ist komplett kostenlos. Das ist doch eine feine Sache, ne? Also, tschüss.